Moin Leute, willkommen zu World of Tanks Modern Armor für PlayStation. Und jetzt, wie ich eigentlich nochmal gesagt habe, der Dude, der ja die letzte Folge kommentiert hat, bist du ein Bot? Weil erstens, ich habe sogar gesagt, ich lese mir eure scheiß Kommentare nicht durch. Warum schreibt ihr nur noch in den Kommentaren, wenn ich es nicht durchlese? Wie dumm seid ihr? Ein paar Leute mache ich so wirklich, wie bei Fortnite oder Overwatch. Die helfen mir wirklich sehr. Aber die in World of Tanks sind anscheinend wirklich die Hälfte aller Bots. Weil ich meine, man kann nicht in World of Tanks. Ich glaube, ich habe jetzt bin schon seit Folge 1 in World of Tanks drin. Wie soll ich denn schon von Folge 1 bis Folge 21, wie er schon gesagt habe, bitte brutaler Spieler werden? Wie soll das funktionieren? Also mal ganz ehrlich, hat euch irgendjemand ins Hirn geschissen oder seid ihr einfach nur absolute Dummköpfe? Weil ich weiß echt nicht, was ich zu den dümmsten Spielern der Welt sagen soll in diesem Videogame. Weil erstens, deren Kommentare ergeben manchmal null Sinn und sind einfach nur bescheuert und dumm. Wie der vom letzten. In der letzten war auch recht dumm. Weil, Junge, du kannst so viel reinschreiben, wie du willst. Das funktioniert bei mir nicht. Das bringt dir nichts. Gegen mich kommt man nicht an, du Dummkopf. Weil ich mir das Spiel ausgesucht habe, werde ich es auch weiterhin machen. Du kannst mich so sehr versuchen zu nerven. Ich werde mir deine scheiß Kommentare nicht durchlesen. Oder von den anderen werde ich es erst recht nicht machen, weil ihr einfach nur dumm seid. Also jetzt nicht alle World of Tanks Kommentare, nur ein paar. Ich meine, das eine Mal, wo er gesagt hat, nimm es mir nicht übel, da hat er mir tatsächlich geholfen, dass ich das richtige Dings gefunden habe, und zwar mehr Spieler. Wir haben das die letzten 7 Folgen ja auch Koop gespielt, das war ja Online-Spieler gegen Bots. Der Dude hat mir wirklich geholfen, an dem würde ich mich sogar bedanken. Sogar herzlich. Oh, auf dem Dach! Steht jetzt sofort hinter. Wie zum Fick ist er auf dem Dach gekommen? Okay, ein Schild auf dem Scheiß. Der Schild auf dem Scheißdach. What? Hier die ganze Zeit. Ist hier eigentlich, ich würde sogar behaupten, dass ich jetzt irgendwie diese ganzen Kommentare zwar gerne durchlese, aber ich habe ja auch besseres zu tun, als eure Scheiße durchzugucken. Mich dann einfach unnötig aufzuregen für irgend so eine Scheiße, die einfach, naja. Wir haben einen Verbündeten verloren. Absolut Hirnfiss. Aua. Aua. Aua! Aua! Wie? Wir haben einen unserer Ketten getroffen. Unser Fahrzeug ist am Ende.
sehe meine erste Runde, also. Brauche ich mich nicht aufzuregen, alles gut. Aber jetzt nur gesagt zu haben, dass diese Folge jetzt ein bisschen kürzer wird, aber ich werde in der Folge noch ein bisschen über diese Scheiße quatschen, die einfach, naja, ein bisschen keinen Sinn ergibt, weil, die World of Tanks Fangemeinde ist echt einfach. Besteht hauptsächlich eigentlich gefühlt nur aus ernsten Spielern. Ich wollte jetzt World of Tanks spielen, nur zum Spaß. Wenn es ihr ein paar Online-Spieler nicht versteht, herzlichen Glückwunsch, ihr seid behindert. Ihr seid so dumm wie eh und je. So wie FIFA, ich spiele auch kein FIFA. Ich spiele ja nur War Thunder. War Thunder ist geil. Steckt fest. Und das werde ich jetzt nur heute noch ein letztes Mal sagen, dass ich heute nur zwei Runden World of Tanks spiele. Weil ich jetzt nur kurz gesagt habe, dass die Leute, die auf World of Tanks kommentieren, einfach nur absolute Dummköpfe sind und denken, ich würde auf deren Scheiß eingehen. Was ich letztendlich eigentlich nicht tue, weil, naja, wen juckt's, wenn die das meinen? Ich hasse World of Tanks und World of Tanks mag mich nicht. Ja, er steht fest, der Arme. Er ist tot. Na gut, er kann ja auch nichts tun, wenn er hat ja einen Jagdpanzer. Wie willst du als Jagdpanzer als einziger gegen 5 ankommen? Und ich habe immer noch Besseres zu tun, als eure Scheiße durchzulesen. Und ich glaube, so wird es auch erstmal bleiben. Eure dämlichen Kommentare könnt ihr euch in den Arsch stecken, weil ihr seid einfach nur dumm. Ihr nehmt euch für richtige Bots, ganz ehrlich. Ich spiele hier zwar World of Tanks, aber ich will einfach nur Spaß haben. Ich mache das als Zwischennetzplay, weil ich gerade derzeit keine Projekte machen kann. Aber anscheinend gibt es ja über 100 Idioten, Volldabs und dumme Leute, die einfach meinen, Kommentare durchzuhaten. Und jetzt überlegt euch mal, wie viele dadurch durchgestorben sind, durch Hate. Und da lacht man drüber, ne? Aber in diesen Kommentaren bei World of Tanks sind es eigentlich gefühlt nur alle Bots. Ich ignoriere die. Ich gucke mir auch die Kommentare nicht mehr an. Aber wenn ihr was in die Kommentare schreibt, dann seid euch gewarnt oder gewiss. Ich werde die mir nicht durchlesen, weil ich Besseres zu tun habe, als eure Scheiße anzugucken. So, jetzt bin ich fertig, jetzt will ich zocken.
Ich habe nach World of Tanks habe ich wirklich wieder Bock auf Dings irgendwie. Nach World of Tanks werden wir wahrscheinlich nochmal Warzone spielen ein letztes Mal. Fahren. Ich kann. Wie soll ich was tun können, wenn mein Team Hurensöhne besteht? Und ich mich einfach nicht mehr konzentrieren kann seit der letzten Folge, weil ich einfach nur voll der einfach irgendeine Scheiße in die Kommentare schreiben und ich kann mich da nicht mehr konzentrieren, weil die absolut behinderte Stück Scheiße sind. Und man sich für nur für Bots aufregt. Ganz ehrlich, man regt sich für scheiß Bots auf. Und jetzt kommen die so richtigen Spieler von den Bots. Was meinst du mit Bots? Digga, ihr wisst ganz genau, was ich mit Bot meine. Eure ganze Familie, eure Mutter, euren Vater und euch selbst. Ja, ihr habt kein Leben, ihr seid dumm wie ein Stück Brot. Und ja. Und steckt eure eigene Scheiße mal in eure eigene Nase. So, ich will jetzt einfach Spaß haben und nicht mehr eure Scheiße hier länger durchzureden, weil ihr seid einfach dumm wie ein Stück Brot. Ich trinke jetzt meine Spezi, guten Durst. Die gute Paulaner Spezi. Hier seht ihr eigentlich nochmal, welche Panzer welche sind. Leichte, mittlere, schwere Artillerie, Jagd, Panzer flankieren. Flankier. Vor allem wie klein der ist, ne? Aber ist super schmal hier hinten. Alter, was habe ich hier hinten für Uschis? Vor allem, was habe ich hier für einen Uschi stehen? Ja, der hat ja einen langen. Also eine lange Kanone, ihr Perversen. Oh mein Gott. 24 Sekunden, Alter. Digga, wie weit kann ich zoomen? Muss nachladen, Alter, das dauert so lange. Lad doch mal nach, du Hugo. Heute ist einfach mal nicht mein Tag.
muss 24-7 durchladen und dann bam bam bam. Komm schon, noch 2 HP. Gewinn ihn raus. Dafür habe ich mich geopfert. Für solche Augenblicke bin ich da. Leute immer zu Tode zu anzuschubsen. Ich bin cleverer als die Leute von meinen Kommentaren, aber heute mal ein bisschen früher beenden, weil, naja, ich noch was Richtiges zu tun habe. Morgen habe ich ja auch wieder Arbeit. 4 Uhr morgens aufstehen, ach du Scheiße. Ja, gut. Nur noch eine kleine Sache, die ich gesagt haben. Und zwar sind die Leute, die einfach in meinen Kommentaren antworten, einfach nur absolute Dummköpfe. Meiner Meinung nach sind die wirklich einfach absolut zurückgeblieben, dumm. Und ja, wissen nicht, wie genau sie irgendwie kommentieren sollen, aber es sind so viele dumme Leute unterwegs der Zeit, also ja. Ich möchte noch mal gesagt haben, dass ich auch nächste Woche oder vielleicht morgen schon das Finale von World of was zufügen. Unser Showcast, was? Ich möchte aber auch nur gesagt haben, dass wenn jemand kommentiert, schreibt mal bessere Sachen rein oder hilfreiche Sachen und seid nicht so dumm und schreibt so eine Scheiße rein. Diese Folge enthält nur sowas. Also ganz ehrlich, ihr könnt es euch angucken, müsst ihr aber nicht. Deswegen für die Leute, die kommentieren, auch genannt ihr Bots, ihr seid einfach nur absolute Dummköpfe, wenn ihr denkt, ich gucke mir eure Scheiße an. Meine Güte, ihr seid so dumm. Ciao. Ihr Dummies, also die in den Kommentaren, ihr seid Dummies.